Ich bin Peter Ramsauer. Ich lebe mit meiner Familie seit Jahrhunderten im Chiemgau und bin seit nun 31 Jahren der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Chiemgau, das Berchtesgadener Land und den Rupertiwinkel. Die Hochburg der CSU liegt im Südosten des Freistaats Bayern an der Grenze zu Österreich. Im Bundestagswahlkreis Traunstein konnte die Partei vor 4 Jahren 44,6% der Zweitstimmen erhalten. Bei den Erststimmen konnte sich Peter Ramsauer mit 50,3% durchsetzen. Er tritt dieses Jahr zum 9. Mal als Direktkandidat für die CSU an. Was ist Ihr Erfolgsrezept für eine lange politische Karriere? Alle politische Kraft eines politischen Mandates geht vom Wahlkreis aus. Und wer das vergisst, ist schnell weg vom Fenster. Das habe ich auch schon einige Male erlebt. Wer meint, er könne aus dem Wahlkreis zunächst mal kometenhaft aufsteigen in eine atemberaubende galaktisch-politische Umlaufbahn gehen, verglüht oft sehr schnell. Habe ich alles erlebt. Und immer Boots on the ground, heißt es im Militärischen. So behält man ein Land und so gewinnt man eins. Was macht Ihren Wahlkreis aus? Wir leben hier in einem Paradies, in einer unglaublichen Wohlfahrt, in einer Stabilität, Vollbeschäftigung, hervorragende Verhältnisse in jeder Art, in einer wunderbaren Natur, wirtschaftliche Stabilität, gute Infrastruktur, Chancen für die Jugend, Bildung in jeder Hinsicht, alles erreichbar. Jeder hat seine eigene gute Zukunft. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir natürlich in der operativen Detailgestaltung jede Menge Herausforderungen haben. Vor welchen Herausforderungen steht Ihr Wahlkreis? Der sechsstreifige Ausbau der Autobahn, der bei uns durchgeht, das Anbinden. Bleiben wir beim Tourismus, wenn wir Gäste hier haben wollen, die müssen auch ordentlich hierher kommen können. Entweder ordentlich mit dem Zug oder mit dem Auto oder auch mit dem Flugzeug. Das muss alles gestaltet werden. Aber wenn ich das vergleiche, meinen Wahlkreis, mit den 298 anderen Bundeswahlkreisen in Deutschland, dann kann ich nur sagen, Mensch, Peter, hast du es gut erwischt. Wie ticken die Menschen in Ihrem Wahlkreis? Das sind kreuzgerade Menschen, liberal und konservativ, aber total global weltoffen. Und wenn es diese Weltoffenheit nicht gäbe, hätten wir auch nicht diese grundstabile, unumwerfbare wirtschaftliche Stärke und auch kulturelle Stärke. Ist die Union nicht mehr konservativ genug? Meine Forderung ist immer auch parteiintern in unseren Strategiediskussionen, und das vollzieht sich entlang der Linie, die Strauß schon immer ausgegeben hat. Rechts von der Mitte darf es keine demokratisch legitimierte parteipolitische Kraft geben, außer der CSU. Das haben wir jetzt leider Gottes aufs Spiel gesetzt und das Problem werden wir noch lange haben. Erreicht die CSU die Wähler nicht mehr? Dieses Denken in eisernen Stammwählerschaften, also was du da an Stammwählerschaft hast, wie die da unten gerade gackern, die hast du, das ist doch längst vorbei. Ich habe angefangen mit der Rechnung 55% plus x, dann haben wir das ein bisschen gemildert auf 50% plus x. Ja, wir reden heute von 30% plus x. Und die 30%, um die muss man sich schon dauernd bemühen. Und es ist halt ein ständiger Kampf mit Glaubwürdigkeit, mit Bodenständigkeit, mit Berechenbarkeit, mit einer Politik, ich sage es jetzt bewusst einmal im positiven Sinne, das sowohl als auch. Es gibt nicht immer eine Wahrheit, sondern immer das sowohl als auch mit Maß und Mitte, mit Besonnenheit. Das verfängt dann letztlich und da können wir dieses möglichst große X über dem 30 gewährleisten.